Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und getreu dem Motto Learn from the Amateurs, lerne von den Amateuren, und das ist wirklich nicht negativ und auch nicht abwertend gemeint, möchte ich Ihnen heute die Quarantäne von Cem zeigen. Und was kann man hier lernen? Man kann lernen, quer zu denken. Wie viele Anlagen haben wir jetzt schon gesehen, wo die IBC-Behälter als Filterbehälter eingesetzt wurden? Unglaublich viele. Wie viele haben wir gesehen, wo einer wirklich einfach sagt, und ich lasse die Fische im IBC-Behälter schwimmen? Noch keinen. Und ich sehe es gerade auch zum ersten Mal. Genau das hat Cem gemacht. Er hat gesagt, mein Gott, die Dinger sind dicht, die sind statisch ausgelegt, die halten das aus. Dann schneide ich oben den Deckel raus, sehen Sie nachher gleich. Und dann lasse ich meine paar Fischchen da drin schwimmen, die ich mir da großziehe. Hat genau 4 Stück drin, auf 1 Kubik, überhaupt gar kein Problem. Und ich kann Ihnen, ich muss das jetzt mal auf die Seite stellen, weil sonst liegt das gleich im Wasser, ist zwar aus Plastik, aber egal. Und ich kann Ihnen sagen, in einem 1 Kubik, Meter, Meter, Meter Becken können Sie locker Koi mit 60, eventuell sogar 70 cm, der jetzt gerade gesundheitlich angeschlagen ist, den Sie vielleicht im Winter aus dem Teich evakuieren müssen, können Sie problemlos auf 1 Kubik halten. Natürlich jetzt nicht füttern, 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 wobei das auch wieder von der Ding abhängt, von der Filtergröße, von Wasseraustauschrate etc. pp. Man sollte die großen Fische jetzt aber nicht ewig da drin halten, aber als Krankenstation ist ein 1 Kubik besser, im 1 Kubik Becken immer noch besser als nichts, so wird ein Schuh draus. So, und ich finde die Idee einfach geil, und ich habe ihn gefragt, was hat der gekostet? Dann sagt er, ein Fuffi, nee, der zweite war dann ein 100er. Du hast 2 gebraucht, dann, weil du den ersten verklebt hast, weil du da Kacke gebaut hast. Wissen Sie, was er gemacht hat, liebe Cem? Auch das, wir können immer was lernen, in dem Moment was Negatives. Er hat in seine, hinten sind Regentonnen, wo der Filter drin ist. Hier haben wir den IBC-Behälter. Ich weiß gar nicht, was das ist, das für ein Material? PE. Die sind PE. Was, die Müllbehälter werden auch HDPE oder sowas sein. Da hat er Flansche reingemacht, also ganz normal, mit Dichtmasse, mit Innotec, reingeschraubt, reingeklebt. Und dann sind es PVC. Und dann hat er versucht, das Ganze mit PVC-Rohr miteinander, mit HT-Rohr miteinander zu verkleben. Aber HT-Rohr ist, glaube ich, auch HDPE. Und HDPE kann man nicht kleben. Das kann man allerhöchstens dann wieder schweißen. Aber dieses dünnwandige Rohr kann man eh nicht schweißen. Aber das ist genau das, was viele schon lernen mussten. Auch wenn das HT-Rohr aus dem Baumarkt so aussieht wie PVC-Rohr. Das ist ein ganz anderes Material. Merken Sie auch, wenn Sie drücken, da gibt es überhaupt gar nichts zum Kleben. Das sind wirklich nur die Steckverbindungen. Dann habe ich gesagt, mit KG-Rohr wäre es wieder gegangen. KG-Rohr ist wieder PVCU, also das können Sie wieder kleben. Sie können KG-Rohr, können Sie in diese normalen PVC-Flansche einkleben, ist das gleiche Material. Dann sagt er aber, ich habe hier nicht mit 110er Material, brauche ich ja nicht, sondern ich habe 75er Material. Und wenn Sie auch so eine Obi-Maus sind, wie viele andere, dann wissen Sie, dass es HT gibt es mit 50, mit 75, 63 glaube ich nicht. 50, 75, 90 weiß ich auch nicht, und wieder 110. Das gibt es in verschiedenen kleineren Normweiden auch, wobei das KG-Material gibt es nur als 110. Also wenn er es mit 110 gemacht hätte und so. Egal, es ging schief, gucken Sie immer, Sie können nur PVC mit PVC-Rohr verkleben. Es gibt, wenn Sie Übergänge machen wollen, vom einen aufs andere, also wenn Sie zum Beispiel von PE auf KG, auf PVC gehen wollen, ist eigentlich die beste und sicherste Möglichkeit ein Flansch, ein Schraubflansch. Da geht man dann von der einen oder anderen Seite, dann wird es zusammen mit Schrauben zusammen geflanscht. Kann man auch die billigsten nehmen, weil wenn die teurer werden und mehr Schrauben bekommen, geht es einfach nur um die Druckklasse, die dann irgendwann so hoch wird, dass diese am Teich überhaupt nicht mehr brauchen. Oder einfach einen Profi fragen, Michael Rupp zum Beispiel, der hatte auch eigene Formteile, Steckverbindungen zum Teil selber gebaut, um von der einen Nennweite des einen Materials auf das des anderen Materials zu kommen. So. Hier, tolle Innenhälterung, 1 Kubikmeter, 4 Fische, 4 kleine Konischis, alle 4 wunderschön, wie kann es anders sein. Dann haben wir hier 2 Regentonnen, eine, jetzt reiße ich das hier alles auseinander. Das kann dann Cem alles wieder schön zusammenbauen, wenn ich weg bin. Hier hat er, so, jetzt habe ich es. Hier haben wir dann einen Bürstenkranz, eine Absetzkammer, und hier hinten haben wir den Biofilter. Aber auch hier ist die Belastung so gering, dass das alles, oder dass es auch gerade noch mit bewegtem Material funktioniert. Hier haben wir den Bürstenkranz. Unten sehen wir keinen Schmutz. Nein. Und hier oben läuft es dann rein in das Rohr, kommt dann hier drüben raus.
klassischer Biofilter, aber man sieht, selbst hier so kleine Fischchen schaffen es, dass das Filtermaterial gut besiedelt wird. Aber wenn man hier riecht, hat es so einen leicht moosigen Geruch, also der Filter läuft. Und hier haben sie dann ein wunderschönes Wasser. Aquarienhaltstäbe ins Wasser rein, auch das überhaupt kein Problem. So ein Kubikmeter können Sie gut steuern, wenn Sie schauen. Isolation, auch dran gedacht. Einfach Noppenfolie zwischen IBC-Behälter und zwischen den Platten außen. Die Platten heißen wie? Das sind? Spanplatten. Spanplatten, normale. Ach, ich habe gedacht, das sind die anderen, wo ich jetzt den Namen aber auch vergessen habe. Und hier sehen Sie vier wirklich hübsche, gesunde kleine Konishis. Wie groß hast du die eingesetzt hier? Mit 26. 26 cm kamen sie rein. Die haben jetzt zwischen 35 und 40, schätze ich mal. Jem sagt ja. Sieht toll aus. Kleiner Futterautomat noch hinten dran. Wenn ich jetzt mal rechne, die Anlage inklusive Technikpumpe mit allem drum und dran. 1000 Euro hat man das locker, oder? Er nickt. Also für 1000 Euro kann man sich da wahlweise ein Quarantänebecken bauen, wo man auch mal ein paar zwei-, dreijährige Fische für einige Wochen schwimmen lassen kann, wenn man sie bei seinem Händler geholt hat, um auszuschließen oder um das Risiko einer Krankheitseinschleppung zu minimieren. Oder als kleiner Spielteich, so wie hier, dass man ein paar Fischchen großzieht, dass man im Winter auch was zu tun hat. Oder einfach, dass man in der Gartenhütte weniger Platz hat, um Chaos zu verursachen. Das ist nämlich bei den meisten Gartenhütten das größte Problem in Garagen. Dass einfach nur Chaos verursacht wird, ganz wichtig. Modern Koi Poster an der Wand und das Teichmanagementbuch. Jetzt machen wir einfach mal Spionage, ob er schon mal was reingeschrieben hat. So, Einleitung. Oh ja. Oh la 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 la. Ist das Teich oder Inhältung? Das ist beides, der Schrägstrich teilt das Feld. Ah, okay. Das eine ist Teich, das andere, er macht einen Schrägstrich, dass er Teich und Quarantäne hat. Und so kann man jetzt, falls es Probleme geben würde, könnte man schön zurückblättern und schauen, wie sich die Werte entwickelt haben. Aber das, was ich auf den ersten Blick sehe, ist das alles sehr gut. Oh ja, da war einer fleißig. Hui, Seite 52 ist auch schon voll gekritzelt. Cem ist ein sehr ordentlicher Junge. Das ist im März, 26.06. bis 2.07. Und da hat er bisher nur drin. Also, was heißt WW bei Futtermenge? Wasserwechsel. Ah ja, bei Futtermenge hat er den Wasserwechsel reingeschrieben, wann er den gemacht hat. So, also, perfekt. Und wie schon draußen am Teich, bei Cem ist es einfach ordentlich. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Cem, vielen, vielen Dank für die vielen Vlogs, die wir bei dir drehen durften. Und dass wir die Ideen, die du mitbringst oder die du dir ausgedacht hast, als Anregung an die anderen Blog-Zuschauer weitergeben dürfen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, du auch, Cem, und bis die Tage.